Leute, guckt euch das Video bitte bis zum Ende an, denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das Thema liegt mir heftig am Herzen. Deswegen nehmt euch bitte Zeit und guckt euch das Video bitte bis zum Ende an, bevor ihr disliked oder mich in den Kommentaren beleidigt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal direkt zum Punkt. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, werde ich heute mal wieder über das Thema ABK reden. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr übertrieben doll über dieses Thema nachgedacht und jetzt bin ich zum Entschluss gekommen, einfach die ganze Wahrheit zu sagen, denn das, was ich gemacht habe, war nicht okay. So, ich beiße es jetzt direkt am Anfang, dieses Statement-Video, was ich rausgehauen habe. Vergiss das mal bitte, denn dieses Statement-Video war leider Gottes eine Lüge. Jetzt beantworte ich erstmal die Frage, warum ich überhaupt gelogen habe. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich war wie gefesselt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, was ich nicht sagen sollte. Ich wollte einfach nicht, dass ihr falsch von mir denkt. Deswegen habe ich einfach gesagt, nein, ich war das nicht. Da kann ich jetzt direkt schon mal am Anfang sagen, einfach raushauen. Denn dieses Thema hat mich wirklich gequält. Ja, Leute, ich war das mit dem toten Vater von ABK, beziehungsweise ja, ich habe ihn beleidigt. An dieser Stelle tut mir das nochmal richtig herzlich leid, denn ich weiß einfach gar nicht, wie das in meinen Kopf kam, einen toten Vater zu beleidigen. Es war sehr, sehr ehrenlos, das kann ich sogar selber sagen, dass diese Sache, die ich abgezogen habe, sehr ehrenlos war. Viele Fanpages haben mir geschrieben, Ali, wir wollen jetzt Klartext. Natürlich viele Freunde oder Familie oder sonst was von mir haben jetzt geschrieben, ich will Klartext, Ali. Deswegen mache ich hier gerade das Video, beziehungsweise soll es das Entschuldigungsvideo an ABK sein. Es tut mir nochmal leid, wirklich von ganzem Herzen nochmal mein Beileid an den toten Vater, Allah irhamu. Und ja, es tut mir leid von ganzem Herzen. Von meiner Seite aus kann ich es auch sagen, dass jeder Mensch mal Fehler macht und jeder Mensch lügt mal. Denn gar kein Mensch ist perfekt auf dieser Welt und nochmal an dieser Stelle ABK. Und an die ganze ABK Army, es tut mir leid vom ganzem Herzen, dass ich deinen toten Vater beleidigt habe. An alle, die bei Team Ali geblieben sind und zu mir gehalten haben, auch in schlechten Zeiten und natürlich auch in guten Zeiten. Danke nochmal an euch, an ganz Team Ali, die zu mir gehalten haben in dieser Phase, die ich hatte bzw. immer noch habe. Und ja, wir kommen jetzt erstmal zu der Zweitstimme. Wer war die Zweitstimme? Leute, ich bin natürlich kein Verräter, ich werde die Zweitstimme nicht verraten. Ich werde einfach gar nichts dazu sagen, denn ich will einfach mein Statement abgeben. Und ja, ich war's, aber natürlich meinen Kollegen bzw. wer es war, werde ich nicht verraten. Ich bin nicht so ehrenlos und verrate Freunde, beziehungsweise es ist ein sehr, sehr guter Freund, der daran beteiligt war, aber ich werde ihn natürlich nicht verraten, denn das ist jetzt hier mein Statement und es geht um meine Community, ich kämpfe gerade um meine Community und um gar keine andere Person. Deswegen ABK, klär das mal bitte mit meinem Kollegen, beziehungsweise find das bitte selber heraus, denn ich verrate keine Freunde. Und ja, ich bin ja immer Wochenende auf Tour und voll viele haben mich gefragt, Ali, warum siehst du so traurig aus? Ali, was ist los? Und so weiter. Hier beantworte ich jetzt mal die Frage, was mit mir los war. Leute, mir ging es einfach schlecht wegen das Thema ABK und so weiter. Denn ich habe sehr viel nachgedacht, wie schon gesagt, über das Thema. Denn ich wusste ganz genau, okay, ich habe gelogen bei diesem Statement. Ich hatte die ganzen Schuldgefühle, okay, ich habe meine Community angelogen. Deswegen war ich so komisch drauf. Das erleichtert mich gerade, das Video hier zu drehen. Und das wird auch zu 100% das letzte Video sein über ABK und so weiter. Und ich würde sagen, das war's von dem Video. Bildet euch eure eigene Meinung und...